Mein Name ist Silke Müller, ich arbeite hier als Hebamme im Klinikum Aue. Da wir zurzeit den Informationsabend für werdende Eltern nicht halten können, möchte ich Ihnen einfach einige Fragen beantworten und hoffe, dass ich Ihnen auch einige Ängste nehmen kann. Die drei häufigsten Fragen, die uns gestellt werden, sind: Darf mein Partner mit zur Geburt kommen? Darf er mich besuchen? Und sind die Familienzimmer verfügbar? Und alle drei Fragen kann ich Ihnen mit Ja beantworten. Ja, natürlich darf Ihr Partner mit zur Geburt kommen. Das ist sehr wichtig für die gesamte Geburt. Ja, Ihr Partner darf natürlich auch Sie nach der Entbindung besuchen. Natürlich eingeschränkt auf eine Stunde am Tag. Und dann bitte beim Pflegepersonal melden, damit nicht zwei Partner in einem Zimmer sich aufhalten. Und genauso verhält sich das auch mit den Familienzimmern. Wenn Ihr Partner möchte, dass er den gesamten Aufenthalt hier mit bei uns in der Klinik verleben möchte, dann sagen Sie uns das, und sofern die Familienzimmer frei sind, kann er natürlich mit in die Klinik einziehen. Voraussetzung ist da Aufenthalt vorrangig im Zimmer und auf Station, damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten wird. Zur Geburt muss ich noch dazu sagen, dass der Partner einen Mundschutz tragen sollte und natürlich wir als Personal das Gleiche tun. Auch unsere wöchentliche Geburtsplanung findet statt. Das ist immer der Dienstag von 8 bis 14:30 Uhr nach terminlicher Vereinbarung. Da bitte ohne Partner. Und genauso ist die geburtshilfliche Ambulanz vorhanden. 24 Stunden sind wir natürlich für Sie da, sollten Sie in der Schwangerschaft irgendwelche Probleme haben. Personell hat sich hier überhaupt nichts geändert. Wir sind die gleiche Besetzung wie vor Corona. Wir stehen natürlich immer Ihnen zur Seite. Wir können eine 1:1 Betreuung unter der Geburt garantieren. Wir Hebammen und Schwestern, die Ärzte, die Pädiater und auch die Anästhesie sind immer 24 Stunden hier im Haus und für Sie da. Zur Geburt stehen Ihnen natürlich unsere drei modernen Kreissäle zur Verfügung. Wir haben einen Kreissaal mit Entbindungswanne, und sollte doch ein Kaiserschnitt erforderlich sein, ist das sehr, sehr günstig hier bei uns, dass wir einen eigenen Kreissaal-OP haben. In diesen finden ausschließlich nur Kaiserschnitte statt, egal ob geplant oder aus der Situation heraus, damit auch die Betreuung hier im Kreissaal weiter für Sie stattfinden kann, optimal stattfinden kann. Auf Station werden Sie dann natürlich auch von unserem Personal gut betreut. Wir haben zwei Bettzimmer, ein Einbettzimmer und zwei Familienzimmer. Da steht Ihnen das Pflegepersonal, wir Hebammen und auch Stillberaterinnen zur Seite, sodass Sie nach 3 bis 4 Tagen fit und beruhigt nach Hause entlassen werden können. Natürlich bieten wir, wenn der Wunsch vorhanden ist, auch die ambulante Geburt an. Das heißt Entlassung nach 24 Stunden, also innerhalb der 24 Stunden nach Entbindung. Meistens ist es dann aus dem Kreißsaal heraus, dass dann nach Hause gegangen wird. Der Vorteil liegt jedoch darin, wenn Sie hier bei uns auf Station die 3 bis 4 Tage bleiben, dass die ganzen gesamten Vorsorgeuntersuchungen am Kind vorgenommen werden. Das heißt, Sie müssen dann zu Hause nicht gleich in eine Arztpraxis zu einem Kinderarzt. Das sind einige Untersuchungen, die wirklich von Tag zu Tag an den Kindern vorgenommen werden, und Sie sind dann auch eben wirklich fit für den Alltag. Die U1 findet immer nach der Geburt im Kreißsaal statt, und die Abschlussuntersuchung für Ihr Kind ist dann die U2 vom Kinderarzt. Eine tägliche Visite findet bei uns mit Gynäkologen und Kinderarzt jeden Tag statt, und wenn Sie Fragen haben, können Sie dort alles loswerden. Der Service ist natürlich weiterhin vorhanden, ganz klar. Ein Babypass, den Sie im Kreise erhalten mit Fußabdruck, und natürlich auch der Fotoservice, ist alles geblieben, wie es vor Corona war. Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin zur Geburtsplanung möchten, dann rufen Sie bitte die 03771 582 117 an, und wir geben Ihnen Auskunft für jede Frage. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.